Wir beginnen einfach mal kurz. Ich hätte einen Vorschlag. Das ist das Thema, in dem ich momentan gerade so ein bisschen drin bin. Es handelt sich um die Progressive Web Apps, bestimmt schon mal gehört. Ist die Idee von Google, App Stores einfach abzuschaffen im Prinzip und eure Webanwendung zu einer Anwendung zu machen, die quasi nativ auf den Geräten ausgeführt wird. Wer hier Interesse hat, würde ich herzlich einladen. Und jetzt hängt es da irgendwo hin. Jetzt machen wir normalerweise, guck mal, wie viele Leute sich dafür interessieren. Wer hätte hier Interesse daran? Ja. Ah ja, oh, wunderbar. Dann vielen Dank schon mal. Das heißt, mittlere Größe und wir haben. Tim, nehme ich noch mal. Ich stehe oben mit Alex. Also ich habe jetzt nichts Technisches, ich schließe mich dir an, für mich ist auch eher Probleme woanders zu lösen. Und zwar habe ich so Arbeitszeitmodelle, Atmosphäre, Unternehmenswert. Also prinzipiell geht es darum, wie macht man eine Firma zum Ort, bei dem die Leute auch gerne arbeiten möchten. Ich weiß ja, dass hier auch viele von befreundeten Firmen unterwegs sind. Ich glaube, da können wir uns gut austauschen. Und da bin ich jetzt so am Schauen, was können wir da zum Beispiel in unserem Unternehmen noch verbessern, damit man eben für Arbeitnehmer attraktiv ist. Wer hat daran Interesse? Oh, macht der Mittagspause schon. Wenn wir schon bei Firmen sind, ich würde gerne wissen, was eure Erfahrungen von Open Sourcing von Firmen aus aussieht. Also worauf muss man achten, Lizenzierungsmodelle, ja, Pipelines, whatever. Also wenn ich aus der Firma Open Source, ja. Produkte. Produkte, gut, ja. Gibt's Interesse? Nein. Wer von euch hat schon mal versucht, andere Menschen von der Idee, von eurer Idee zu begeistern? Kunden, Kollegen, Partner, keine Ahnung. Alleine Freunde. Da haben wir auch gleich eine andere Session zu. Wer macht das mit PowerPoint? Okay, gut. Ich mag euch zu einladen, mal miteinander zu schauen, wie das. Wer arbeitet am Flipchart dazu? Okay? Ich arbeite auch viel am Flipchart und merke immer wieder, das könnte ich besser. Also auch wenn ich ein Meeting moderiere oder so, dann muss ich Dinge gleichzeitig tun, ich muss zuhören, ich muss verstehen und ich will das auch noch so aufs Papier bringen, dass ich und andere das nach einer Stunde oder zwei noch verstehen können. Insofern eine kleine Session, Draw to Impress, habe ich es genannt, miteinander zu versuchen, wie man mit einfachen Formen Bilder malen kann, wie man die Überschrift so hinkriegt, dass sie nicht irgendwie hinten rechts runter geht und die Fläche passt und so weiter und so fort. Draw to Impress und ich glaube, ich muss das in Raum 4 machen, weil die anderen machen dann nicht so ganz richtig. Falls da jemand vorbeikommt. Okay? Okay. Darf ich mich da vielleicht direkt mit dranhängen, weil ich die Marsch dazu passe, wenn das jetzt niemand im Augen schaut. Und zwar, nicht mit dran direkt, sondern dazu ist die Idee. Weil es ging jetzt gerade, wenn ich die Leute überzeugen will, wie ist es mit Ideen. Und ich muss sagen, ich fand das interessant, wie du eingestiegen bist, nämlich auch diese Hook zu sagen, ja, die meisten Probleme sind gar keine technischen und das geht mir in letzter Zeit auch extrem so. Und deswegen würde ich gerne darüber reden, wie ist das, warum ist es manchmal so, dass ich eine Idee habe oder halt ganz klar vielleicht ein intellektuelles Gefälle da ist, zu sagen, ja, der andere kennt sich jetzt mit dem Code nicht so aus und sonst was, wie bringe ich das dem bei, aber ohne dem an den Karren zu fahren. Oder andersrum, es ist so ganz klar, der Code kann so besser geschrieben werden, aber die andere Person sagt, also, das ist halt schwierig, weil das hat ja schon einen Punkt. Also ich habe das jetzt mal Beratungsresistenz genannt. Ja, aber aufpassen, allein da würde ich ganz ergebnisoffen einsteigen und zu sagen, naja, die sind ja nicht beratungsresistent, aber was ist das denn? Da sind ja Bedürfnisse und Emotionen und sonst was im Raum, die halt teilweise gar nicht ausgesprochen sind. Ja? Oder zum Beispiel, was du jetzt angeleiert hast, zu sagen, ja, ich habe manchmal eine Rolle, wenn ich nach vorne stehe und mich rüberbringen muss, dann muss ich ein gutes Medium finden. Aber was, wenn es gar keinen Raum dafür gibt? Also eben, ich bin Kollege und es
jemand, der mir gleichgestellt ist, da habe ich nicht eine hierarchische Rolle, über die ich das mediieren kann, zu sagen, mach das doch jetzt einfach mal so, sondern da sind wir gleichgestellt, wie kann ich dem aber eine gute Idee vermitteln. Und da muss man ja aber dieses feine Ding haben von, naja, man sollte es am besten so verpacken, dass er selber drauf kommt. Wie mache ich das? Das ist ja auch ein Problem. Darüber nicht reden, das passt dazu. Also Männer sind schon mal raus. Also bitte nur Frauen. Ich hätte auch ein Buch. Ja. Aber bist du nicht? Ich hab's mit dran gehängt, da sind die Leute schon im selben Raum. Da kann man da smooth ineinander übergehen. Deswegen, danke, das passt jetzt gleich. Wobei mein Handwerk ist ja. Ja, genau. Ich habe auch ein Thema mitgebracht, was mich in der letzten Zeit beschäftigt und auch mein Team damit beschäftige. Specification by example. Gibt es jemanden, der das nicht kennt? Okay, und wenn ich mich interessieren möchte. Also ich kann ein bisschen Einführung machen. Es ist ein Buch, das ich gelesen habe von Greg Wertich. Und ich habe eine kleine Präsentation, deswegen brauche ich irgendwo mit Bimo. Überall, super. Aber ich hätte gerne auch mit euch diskutieren, weil ja, das sind interessante Fragen, die jetzt stehen, wenn man das einführen möchte. Also eine Menge Leute interessiert. Ja, kleiner. Also kleiner, also der Kurier. Fünf hat kein Thema. Dann würde ich mich da direkt dranhängen, weil ich habe direkt die erste Frage, wenn man sich mit Specification by Example auseinandersetzt, dann stellt sich dann die Frage, wie bringt man den Product Owner dazu, gute Stories zu schreiben? Da würde mich interessieren, welche Techniken, welche Methoden gibt es dann, um diesen ersten Schritt von Specification by Example quasi eben dann wirklich umzusetzen, beispielsweise Story-Mapping, was muss man beachten, wo erkennt man, wenn man da was falsch macht und so, wo der da Erfahrung hat. Also, wo würde ich es reichen? Und wir bauen jetzt gemeinsam an einer Plattform und jedes Team liefert ein bisschen UI aus. Und meine Frage ist, ob jemand von euch eine Erfahrung damit hat, wie man eine einheitliche UI und Usability, User Experience alles halt darstellen kann oder realisieren kann über verteilte Teams hinweg. Also wir haben da ein paar Mechanismen bei uns, mit denen wir das versuchen, aber wir haben halt noch keine echte Erfahrung damit. Insofern finde ich das ganz interessant, auch eure Erfahrung einzusammeln. Wer hat daran Interesse? Hallo, ich habe da was genauso in diese Kerbe eigentlich reingeht. Ich habe mal aufgeschrieben, Legacy-Systeme migrieren, weil das ist so zum, also der Self-Contained Systems-Ansatz, das kann so in die Richtung gehen, was man so als, oder wo man vielleicht so einen Schritt hinmachen kann. Mir wird es darum gehen, einfach mal, vielleicht hatte ich meine Erfahrungen zu Migrationsvorhaben, die sehr gut gelaufen sind oder die sehr schlecht gelaufen sind. Vielleicht hat jemand mal wirklich super alte Technologien migrieren müssen und hat keine Erfahrung aus dem Krieg zum Besten geben oder so. Also, das wäre mein Thema. Schauen wir mal, wahrscheinlich eher. Ja, wer hat Interesse? Bitte? Ja, vielleicht oder so. Vielleicht hier? Nee. Aber drei ist klein. Das reicht. Drei ist nicht gerade sehr mittig. Ah, okay. Ja, gut. Auch gut. Ich hoffe, es ist okay, wenn es auch ein technisches Thema gibt. Okay, wir wollen es nicht übertreiben. Also, Oberthema Serverless.
Unterthemen Aktoren und oder Funktionen. Also da gibt's bei Microsoft, bei Azure gibt es ja mehrere Serverless-Produkte, zum Beispiel Reliable Actors und Azure Functions. Beide Technologien oder beide Produkte versprechen, ganz viele Probleme zu lösen, ganz viel andere Infrastruktur überflüssig zu machen. Ich selber behaupte auch, dass man mit Aktoren ganz viel Infrastruktur, andere, die man sonst immer hatte, nicht mehr braucht. Datenbanken, Messagebusse und so weiter, Caches. Ich würde gern mal zusammentragen, was man, also ich würde eigentlich vorstellen, was Aktoren in der Praxis jetzt sind, für die es interessiert. Und dann würde ich gern mal, da ihr intelligente Leute seid, habt das sofort verstanden, dann würde ich gern zusammentragen, was man mit denen alles machen kann und welche Infrastruktur sie überflüssig machen und das Functions gegenüberstellen. Wer hat daran Interesse? Auf den einen Raum. Können wir das gleich am Schluss machen? Ja. Können wir auch noch freien Stop nehmen? Ich habe mir überlegt, wir könnten mal unsere DevTools ein bisschen neu denken. Einfach frei brainstormen, weil wir, ich glaube, der Großteil arbeitet dann mit Visual Studio oder Ähnlichem auf dem Bildschirm in 2D. Wie können wir vielleicht in die dritte Dimension gehen oder was ganz anderes machen, einfach damit auch uns Entwicklern das Entwickeln vielleicht mehr Spaß macht und nicht nur den Usern von unseren Produkten das Benutzen Spaß macht. Wer hätte daran Interesse? Also der Gedanke zur Toolsammlung, was so einen technischen Einsatz hat, was einem das Leben vereinfacht, oder? Nee, was, wo könnte man darüber rausgehen? Also was nee, könnte man brainstormen? Okay. Genau. Doch, das ist doch spät, weil dann lässt sich das gut in der Kneipe weiterführen. Genau. Also um 4. Jetzt fehlt schon wieder. Ja, servus. Wir sind relativ neu in der Dokumentenwelt. Aber ich habe jetzt gerade in letzter Zeit ein bisschen von dem Rider ein bisschen angefangen. Also, das schon ein paar Leute kennen, die IntelliJ Variante für C#. Und mich würde extrem interessieren, ob man das wirklich im Unternehmen schon so verwenden kann. Ich bin relativ neu. Es wäre cool, wenn man sich da mal zusammensetzt, dass man so ein bisschen evaluiert und dann von ein bisschen erfahrenen Leuten hört, ja, okay, die Funktion gibt es da nicht, deswegen würde es bei uns komplett ausfallen, dass man sich das Rider halt mal anguckt, was ich finde, das gerade tun, vielleicht da interessant. Ja. Hätte da jemand Interesse dran? Sieht das mal ganz gut? Eine Person. Dann. Ehrlich? Thomas sitzt noch im Zug. Terrasse. Hallo, ja, also ich hätte Interesse an der Session über Domain-Driven Design. Ich habe selbst auch eine dreitägige Schulung zum Thema Domain-Driven Design teilgenommen, was ja eine Entwicklungsrichtung ist, die jetzt auch im Zusammenhang mit Microservices zunehmend mit an Bedeutung hat, wie man das fachlich gestalten kann. Ich habe selbst aber auch noch nicht praktisch eingesetzt. Es würde mich einfach interessieren, das zu diskutieren. Vielleicht hat auch jemand schon praktische Erfahrungen und kann auch über Schwierigkeiten berichten. Also eine kurze Einführung könnte ich geben. Hätte da jemand Interesse daran? Also der andere Spanns. In welchen Raum soll ich denn gehen? Was meinst du dazu? Ich bin auch noch relativ neu. Microservices sind ja gerade so ultra hip. Darüber möchte ich nicht reden, sondern wirklich nur über die Tools, die man da benutzen kann. Owen, Conjur, Swagger, RabbitMQ, falls da jemand Erfahrung hat. Wie man die benutzt, kann man die benutzen? Werden die auch abgedatet und so? Gibt es da Interesse? Also auch Terrasse. Moin zusammen. Ich habe jetzt folgendes Thema. Ich komme so ursprünglich und angefangen mit ASP.NET und so weiter, serverseitigem Rendering in der Webentwicklung. Jetzt seit
im Jahr mache ich halt Angular. Ich bin da halt mehr so in dem Single-Page-Applications-Bereich generell. Und ich habe einfach gemerkt, jetzt während der Zeit, in der ich entwickelt habe, okay, es gibt einfach ein paar Sachen, die sind anders, wenn man das Ding als Single-Page-Application macht. Beispielsweise, wenn ich jetzt irgendwelche publiken Dropdowns habe für die Art der Anreden, wenn ich jetzt irgendwie so ein Formular ausfülle. Das war früher ganz einfach, das wurde halt dann gerendert und dann hast du das Dropdown da gehabt. Jetzt ist so die Frage, mache ich das jetzt in Frontend-Line? Mache ich das mit Magic Strings quasi? Dann muss ich das aber synchron haben in der Datenbank und so ein paar andere Sachen. Und das ist so ein Problem von vielen, die sich, finde ich, ergeben, wenn man eben jetzt mit Single-Page-Applications arbeitet. Und mein Thema wäre jetzt einfach, vielleicht hat jemand anders auch Erfahrungen gemacht mit dem Thema, vielleicht will sich jemand damit beschäftigen und will vielleicht nicht erst auf die Probleme stoßen, wenn es soweit ist und sich dann fragen, scheiße, wie mache ich das jetzt, sondern so ein bisschen einfach Erfahrungsaustausch. Deswegen habe ich das Ganze auch Challenges bei SPAs genannt, weil das eben einfach so ein paar Sachen sind, die mir jetzt aufgefallen sind und wo ich dann auch mal gerne drüber reden will, weil ich auch nicht sicher bin, ob das jetzt der beste Weg ist. Gibt es da Interesse? Cool. Dann, Also es geht nur um das Thema. Also es ist ein reines Senden. Ich habe die letzten Jahre Daten gezeigt. Also ich habe mich in letzter Zeit viel mit dem Thema REST, HyperMedia, HaloS und so Zeugs beschäftigt und könnte senden. Also wenn andere Leute wissen wollen, wie so Sachen gehen, kann ich einen Workshop machen. Könnte man auch morgen machen, weil ich habe mal Aydin, was hast du vorgeschlagen? Bitte? Was hast du vorgeschlagen? Also ich könnte einen Workshop, einen Vortrag anbieten über REST, HyperMedia, AWS und so Zeugs. Aber morgen. Also ich weiß nicht, also heute vielleicht... Morgen. Deswegen habe ich schon morgen dann. Weil ich habe wohl eigentlich auch noch keine Lebung. Wer von euch alles ist denn, wer von euch alles ist denn Webentwickler oder Frontend-Entwickler? Das gibt es alle offen zu. Und ich habe mich in letzter Zeit auch sehr viel mit Single-Page-Applications beschäftigt und habe jetzt so langsam den Schritt für mich erfahren, okay, es gibt viele, die immer bloß so in eine Plattform gucken und sich dann vielleicht aufregen, wie es halt die andere schlecht macht. Und dann gibt es oft so ein Battle. Ich habe jetzt so für mich so ein bisschen einen anderen Weg gewählt. Ich lerne lieber von anderen Plattformen. Und deswegen wollte ich jetzt mal alle Leute, die jetzt ja auch vielleicht Single-Page-Applications haben, JavaScript-Frameworks einsetzen, dass wir uns mal hinsetzen, gucken, wie löst das React, wie löst das Angular, wie löst das Vue.js, wie löst das Cycle.js. Und dann einfach mal zusammentragen, okay, was sind denn da vielleicht coole Ansätze, kann man die Ansätze vielleicht übertragen? Und da würde ich mich über einen Austausch sehr freuen. Ist vielleicht was, was wir auch kombinieren können? Ich würde es irgendwie schon in einem Zeitblock machen, weil dann die Leute schon so angefixt sind mit dem Thema. Aber ich würde bei dir noch eher so wirklich mal in die Problemlösung so, wie kann man da Ansätze finden für spezielle fachliche Sachen oder so. Ja, genau. Wer hätte denn da Bock dazu, das zu tun? Ja, würde ich vielleicht, also ich würde es gerne schon noch heute machen, ich weiß vielleicht hier Raum 1, 15, 45, ja, hab's hier. Jo, vielen Dank. Ich bin übrigens nicht da. Noch Meldungen? Ich würde gerne... Ich finde Async und React scheiße. Und möchte darüber diskutieren, warum ich das scheiße finde und was es für andere Lösungen gibt. Meine Frage, ich habe gedacht, dieses Jahr bringe ich mal ein positiver. Also ein positiver. Aber du bleibst da in dem Monat treu. Warte, Herr Nerds. Wer will mit diskutieren? Also ich kann die Diskussion nur empfehlen mit dem Frank, ich hatte 2 Stunden lang im Auto mit ihm.
Was wäre jetzt geil, wenn der Daniel da wäre. Der Alex ist ja richtig geil. Alex, kommst du und gibst Kontra? Ich bin eigentlich teilweise seiner Meinung. Morgen. Können wir es morgen machen? Nee, heute. Dann müssen wir es zweimal machen. Da wäre also keine Daniel da, oder? Und voll reinlesen. Oh, nicht da oder nicht da? Gar nicht. Ich bin jetzt übrigens seit wieder. Also es beginnt, wenn alle bereit sind. Wenn euch das genügt, dann können wir gleich loslegen. Ich habe noch einen Zettel. Ja, komm doch mal. Ich mach mal das nächste Thema. Das ist ein Thema. Ja, ich habe im Morgen gesagt, meine Herren, das hat falls jemand das ist ein Thema. Nee. Jeder hat so eine Kompetenz. Hört dann, was wichtig ist. Genau. Also wie redet ihr darüber? Macht ihr da was? Und wenn ja, wie? Und sonst kann ich da auch noch was zu senden, aber ich würde eher so in den Austausch gehen. Wie sieht das in eurer Praxis aus? Oder existiert das quasi nicht? Genau. Das S steht für SEO, oder? Was SEO? Das S steht für SEO, oder? Ich sag ja, jeder, der eine denkt an Essen, der andere an SEO. Ich denke dann immer an Security, aber. Wie denkst du denn? Vielleicht müssen wir das auch morgen machen. Oder für das oder irgendwie beim Mittagessen. Wir fangen an mit Rauchwechsel. Was erkennst du noch?